Jo, wunderschönen guten Abend, schönen guten Tag. Rowdy ist hier am Start und wir haben den Kai mit dabei. Moin Moin. Der ist ein Monat im Urlaub gewesen, jetzt ist er mit am Start und wir werden jetzt ein paar Videos machen. Er darf das erste Video auch wieder lenken, vielleicht die nächsten auch. Jetzt schauen wir einfach mal, wir haben ja ein bisschen was nachzuholen. Er motiviert mich oder macht natürlich auch Spaß mit dem zusammen, die Videos zu zimmern. Wir haben auch gerade ein bisschen Slots gespielt und haben 40 Euro aufgeladen und haben sogar... Ah, keine Ahnung. Relativ lange durchgehalten, sagen wir es mal so, bevor es auf die Null zuging, ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Also 1,5 Stunden auf jeden Fall. Ne. Wie viel haben wir zur Verfügung hier? 250. 250, okay. Genau, 4 Videos sollten noch draus werden. Okay, ja, gibt es ja einige neue Cases hier, ne? Genau, und ich habe jetzt auch gedacht, ich tue jetzt immer den Witz noch mit einfügen, ne? Dass ihr jedes Video mal so ein bisschen... Also, ja. Ja, der ein oder andere kennt den Spruch vielleicht von euch. Zu jedem Topf passt auch ein Deckel. Bringt dir aber alles nichts, wenn du ein Lappen bist. Oh Gott, das ist so gut. Ich finde den einfach voll gut. Ihr könnt ja auch mal ein paar Jokes unten in die Kommentare schreiben. Eure besten Witze, haut mal eure besten Witze unten in die Comments. Genau. Gambling ist natürlich auch ab 18, wenn du mit Kohle die übrig habt. Ja. Boah, da haben früher teilweise Leute so gute Witze in den Kommentar geschrieben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, es gibt echt. Ja. Dann wird es auf jeden Fall jedes Video entweder einen schlauen Spruch geben oder einen Witz. Ich bin denn echt gut. Im Topf fast ein Deckel, bringt dir alles nichts, wenn du ein Lappen bist. Absolut gut. Haben wir jetzt 5% oder 5 mal 1%? Das ist jetzt die Frage. Nicht. Einmal machen wir aber noch. Ja, kostet nur 5 Dollar. Ja, 5 Dollar ist halt die Frage, wenn man halt ein Knife kriegt, ne? Ja, aber können wir eigentlich noch ein paar Mal... Ja, dann machen wir mal. Können wir eigentlich schon ein paar Mal noch probieren, ne? Das ist jetzt Cheaten, haben wir jetzt 5%. Oh, aber guck mal, auch wieder immer 5 in einer Reihe sind so, ne? Naja, das ist... Also man sieht das, vielleicht könnte es jetzt... Ja, wobei... Hey. Ja, doch. Oh, das ging sogar, relativ flott, muss ich sagen. Weil am Pattern habe ich das so ein bisschen predicted. Ja, das muss ich sagen, ging relativ flott, ey. Ja, einmal machen wir. Aber ich glaube, ja, genau, ich glaube, der Fail ist, wenn man so früh eins gezogen hat, sollte man es was anlassen. Ja, das ist richtig. Ja, komm, nee, raus. Das ist viel Köpfchen hier. Die Prozente werden über die Zeit nicht mehr. Das ist richtig, ja. Auch wenn man es denken will. Die Waldkiste, da kostet 75, aber die hat mich auch gerade angelächelt, muss ich sagen. Ja, wir müssen den Schluss aufmachen. 21 Dollar Case, Royal Paladin, sieht sogar ein bisschen gut aus, stabil getestet. 30 Tropfen gekriegt. Ah, ich hatte die Kiste gekostet. 23. Ja. 23. Oh! Was, Digga? Wie langsam er auch drüber gescratcht ist, ey. Aber für ich dachte auch, es wird. Ich dachte es auch, Digga, also wirklich. Dachte ich wirklich auch, ja. Wir machen jetzt auf jeden Fall heute auch ein bisschen High Risk. Wir schreiben oder wir machen nachher noch ein paar Upgrades. Werde ich jetzt ab und zu öfters mal machen. Weil es hat jemand in die Kommentare geschrieben. Wenn man keine Eier zeigt, sind die Videos einfach scheiße. Hab ich mir durch den Kopf gehen lassen. Habe ich mir durch den Kopf gelassen. Das ist auch ein Kommentar, ey. Muss sagen, da ist schon ein bisschen was dran, ne? Da ist schon ein Tick was dran. Die hat dich angekettet, die Wildkette. Die hat mir angelächelt. Was ist denn hier drin? Deswegen, wir werden die nächsten Videos jetzt vor allem mit dem Kai zusammen, werden wir ein bisschen Eier zeigen. Mit 0,103%, das muss man auch mal erstmal ziehen. Ich finde es so geil, also das Schlechteste, was wir ziehen könnten, wären, glaube ich, 23. Wenn ich mir so angucke, ja, 23, ja, 23, ja, 21, ja, roundabout 20 Dollar. Ach komm, haben oder nicht haben, ne? Bin ich mal. Und ab geht's. Ich predikte 100 die wilde Dollar Fahrt. Oh. Ah, die Condition sieht ein bisschen scheiße aus. Ja, aber könnte auch gut sein. Ah, Katastrophe. Katastrophe, absolute Katastrophe. Er macht 30 Dollar, glaube ich, ne? Ja. 30 Dollar Case? Ich glaube, eher weniger. Ja, 20 Dollar. 37 Dollar ist auch okay. Ja, machen wir eine 37 auf. Bevor hier nochmal Kommentare kommen, wie du hast keine Eier oder so. Ja, wir machen auch noch Trade-Ups. Ja, das auf jeden Fall. Oh, doch, die ist gut. Nee, oder? Ja, absolut Muri. Ja, guck mal hier, 29. Okay, ja, super, aus einer 37 Dollar Kiste. Ja, das ist doch,
schlimmer laufen können. Gehen wir mal Upgrade und dann... Erstmal die ganzen Low-Skins hier rein. Ja, die sind ja wirklich katastrophal. So. Was hasse ich dann an diesen... Alter, ja. Oh, ja, jetzt so einfach upgraden, zack, schnell und bam, dann weg. Ja, komm. Also wenn wir jetzt hier keine Eier gezeigt haben, weiß ich aber auch nicht, was ich sagen. Ah, ich glaube ein bisschen. Ja, das machen wir nochmal weg, auf mal 20. Jedes Mal 10. Ah. Ja, schade. 42 Cent, ey. Bei einem Keydrop-Videos muss ich auch viel öfters rausballern. Den Deal habe ich auch schon wieder 2-3 Wochen und habe bis jetzt original gar nichts gemacht. Komm, mach du ein Upgrade, oder mache ich ein Upgrade. Okay. Wenn das ein Call ist, dann ist das ein Call. Ich fühle es gerade ein bisschen, ja. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich muss jetzt... Weißt du, wir müssen hier jetzt Eier zeigen. Kein Bock mehr auf solche Kommentare. Entweder gehst du Bruch oder das, noch Plus. Das sieht lecker aus, komm. Alter, na, Katastrophe, Alter, Katastrophe. Das habe ich davor, Eier zu zeigen. Ja, du hast die falschen Eier gezeigt, du hast die linke Seite gezeigt, du hättest die rechte Seite zeigen müssen. Die linke ist die gute, Alter. Echt? Ja, ja. Der linke ist immer ein Stückchen länger als der rechte. 32%, machen wir mal Roll Under. Oh je. Oh, das sieht aber katastrophal aus. Ah, oh Gott. Aber das ist ein absolutes Buch hier. Es muss ja auch irgendwann was werden. Ui. Kaido. Ui, Memo. Ich weiß nicht. Es muss halt irgendwann auch mal was werden. Also, ich würde das Knife, sogar extra upgraden, wenn überhaupt. Okay. Ja, mal gucken, ob der Typ wieder kommentiert. Ja. Aber erst wieder kommentiert, kann mir am Arsch lecken. Ey! Was habe ich jetzt davon? Ja, wir haben halt noch das Knife, ne? Ja, mach, komm. Das muss aber immer 5 geben. Ich will jetzt. Boah, das wird halt. Boah. Ja, Digga, das muss halt auch irgendwann was werden. Mal 5 muss es halt auch mal irgendwann werden, das ist richtig. Komm, was sagst du? Welches Knife willst du? Das oder das? Das linke natürlich. Das linke natürlich. Das hier? Echt? Ja, Paddles Card. So. Okay, na dann. Kriegst du doch nicht. Los, geht an die Hater und das holen wir jetzt raus. Das hab ich jetzt, ey. Oh Gott, nee. Hey! Glaub an ja, wir hatten vorher auch, muss ich sagen, 5000 braucht man davon, ach du Scheiße. Ich würde das in diese Factory reinwerfen. Warum, war das nicht immer 1000? Ja, das machen wir hier. Noch einer. Tschüss. Mensch, $1.41. Katastrophe. Ja gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein und bis bald. Jo, da sind wir hier am Ende vom Video angekommen. Hier ist das Kido-Video vom 4.7. und wie der Crony hier sagte. Einfach netten Kommentar unten reinposten. Oder am besten, wir machen es jetzt anders, einen Kommentar reinposten, der zum Thema passt. Genau, irgendwas, was im Video angesprochen wurde, da ein Feedback drauf. Egal, ob es klein ist oder nicht klein ist. Aber das macht bitte. Okay, habt ihr gehört? Dann machen wir hier den Link rüber. Filter Duplicate Users, Get YouTube Comments. 75 ist auf jeden Fall stabil. Und ja, Armani Foyo sind seine Favoriten. Er hat auf jeden Fall was dazu beigetragen. Schauen wir mal, ob der Kollege hier auch in seiner Kanalinfo hat. Hat leider nicht drin stehen, deswegen wird hier gerevolt. Pick another winner. Der Bämmer hat gewonnen, ist er mal gespannt. Wann bringt der Crown seine eigene Parfümlinie raus? Schauen wir mal. Rating ist auch nicht dabei. Ja, das ist natürlich sehr schade. Wird dann jetzt zum zweiten Mal gerevolt. Gab's glaube ich auch, sonst noch nie. CS Covers wären nice. Link in der Bio. Ich glaube nicht, dass das Thema bezogen ist. Deswegen wird hier nochmal gerevolt. Ein Smiley ist auch nicht themenbezogen. Also so lange hat es hier noch nie gedauert. Aber hier, der Kollege hier auf jeden Fall fragt hier was hier über das Uhrenthema und das Parfümthema. Bitte hat er den... Hat er auch nicht drin. Soll ich machen? Also... ja. Gibt hier nichts zu sehen. Ich weiß nicht, bei wie vielen Reload wir sind. 4, 5, 6. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Echt sympathisch von dir. Na gut. Das lasse ich jetzt hier mal durchgehen. Weil es, zum Teil themenbezogen ist.
Auch kein Tracking drin. Also will keiner die Skins gewinnen. Ich weiß es auch nicht. Er würde Skin Talk folgen oder so, mein Gameplay. Okay. Gucken wir mal, der Tom würde auf jeden Fall den Skin Talk folgen. Ich glaube, das wurde angesprochen. Schauen wir hier mal. Kanalinfo. Ist auf jeden Fall dabei, endlich. Wird abgespeichert. Glückwunsch an dich. Ich sag, haut rein.